Wir leben in einer Welt voller unterschiedlicher Ansichten und Meinungen. Eine reichhaltige Meinungskultur ist Voraussetzung für ein lebhaftes Miteinander. Dabei gehen die Standpunkte schon mal weit auseinander. Doch gerade das macht eine Diskussion aus. Hier bei Meinungsbilder bieten wir den verschiedenen Perspektiven ein Forum. Und dabei suchen wir Lösungen und Wege für ein neues Zusammenleben. Liebe Zuschauer, ist der Tod ein großes Nichts oder gibt es ein Danach? Diese Fragen lösen bei den meisten Menschen Gefühlsreaktionen aus. Die quälende Ungewissheit, für immer ausgelöscht zu sein, das angstmachende große Nichts. Solche Gedanken sind für viele unerträglich. Niemand weiß mit Sicherheit, was uns nach dem Tod erwartet. Und doch gibt es Menschen, die diesem Punkt schon ein großes Stück näher waren als andere. Sie waren klinisch tot oder in bereits äußerst bedenklichen Zustand. Heute habe ich das große Glück, gleich zwei Menschen begrüßen zu dürfen, die diese Erfahrung gemacht haben. Ich heiße herzlich willkommen Herr Alois Sarvati. Sie sind der Vorsitzende des Netzwerkes Nahtoderfahrung e.V. und Herr Robert Bartscher. Sie sind Managementtrainer und Sie arbeiten auf therapeutischer Basis als Hypnotherapeut. Herzlichen Dank fürs Kommen. Herr Bartscher, als Sie 10 Jahre alt waren, hat Ihr Bruder den Föhn aus der Hand fallen lassen und direkt in Ihr Badewasser. Wie haben Sie diesen Moment erlebt und was ist dann passiert? Gut, das war ein normaler Badetag. Es war so Mitte der 70er Jahre, also von daher war es da üblich, dass man in der Familie noch samstags den Badetag hatte, zumindest wir. Wir waren 3 Jungs. Mein Bruder hatte vor mir gebadet, ich bin dann in die Badewanne und er hat sich noch geföhnt. Ihm ist der Föhn dann aus der Hand gerutscht und ins Badewasser rein, in dem ich dann selbst drin war. Für mich war das der erste Gedanke sozusagen, war eine massive Überraschung, also wirklich einfach nur ein Schreck. Dadurch, dass man ja dann unter Strom steht, damals gab es noch keine FI-Schalter oder irgendwie sowas, das heißt, der Föhn ist sauber weitergelaufen, habe ich dann sehr bald gemerkt, das ist was Größeres, was Schwierigeres, aber ich konnte da nicht drauf wirklich reagieren, das war nicht möglich. Das ist wie eine, so eine große Gewalt, die auf einen einwirkt und man genau weiß, man hat gar keine Chance und keine Möglichkeit.